Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ihr seht schon, hier ist unsere kleine neue Diesellok unterwegs im Auftrag für Steine und Steinziegel. Fährt die hier jetzt rum. Und ich hoffe mal, dass sie den Auftrag erfüllen kann, so wie sie soll. Wir werden uns das Ganze jetzt mal anschauen. Aber man sieht hier schon aus irgendeinem Grund... Ist das jetzt hier natürlich nicht so optimal. Kann ich nicht rein theoretisch hier einfach ein Doppelsignal anbringen und das sagt, in welche Richtung frei ist? Das müsste doch wesentlich einfacher gehen, oder? Genau, und euch kann ich auch schon mal alle losschicken sagen. So, er hat vollgeladen an Steinen. Wir haben leider keinen Platz an Steinen. Ah, okay, dann schmeißt es raus. Perfekt, gut. Hatte schon Angst. Bedeutet, er tut nur das nachfüllen, was benötigt wird. Und er fährt jetzt zurück. Oh, warte. Oh, ich habe was vergessen. Neben dem brauchen wir natürlich noch einen passenden Lagerspot überhaupt mal dafür. Ansonsten können wir das ja gar nicht ladern. Lagerhäuser, großes Lagerhaus. Passt hier nirgends hin, schade. Kommt es hier hin für Steinziegel. Und wir können den kleinen Zug auch deaktivieren. Warte, oh, warte mal. Wo ist denn der kleine Freund wieder? Lass mal noch mal kurz ausladen. Seinen letzten Joy haben. Jetzt kannst du ins Depot zurückkehren, weil der Auftrag ist fertig. So, und hier fährt schon wieder der Zug nicht weiter, weil er da rot sagt. Oh, kann man jetzt so oder so sehen? Eigentlich kannst du geradeaus fahren. Einseitig ist nicht Signalweg, was? Ich übersehe das blöde Signal einfach. Die sehen trotzdem rot, Mann. Aber da vorne auch rot. Nee, hä? So, jetzt stehen wir richtig in der Bredouille. Nee, stehen wir nicht. Jetzt stehen wir in der Bredouille. Ja, das ist jetzt kacke. Wie lösen wir das jetzt? Also am besten würde ich ja mal sagen, ihn schicken wir kurz ins Depot und dann muss er weiterarbeiten. Dann muss ich schauen, wie ich das umbaue. Okay. Und, ah genau, ich muss den aus dem Depot wieder rausholen, warte mal. Dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir das da effizienter hinkriegen. Ansonsten haben wir bald echt ein Problem. Jetzt saß ich schon wieder. Was ist, wenn wir einfach in dem Teil... ein bisschen breiter machen. Dann kann ich hier in der Mitte einfach ein Signal reinsetzen. Hier ein Signal reinsetzen. Wir setzen hier Signale. Obwohl, das lassen wir am besten weg. Bleiben sie davor stehen wenigstens.
sollte hoffentlich das so ein bisschen verbessern. Wo gehört jetzt welche Schiene hin? Die zeigt rot, damit das ist grün, hoffe ich mal. So. Hoffentlich ist jetzt alles wieder im grünen Bereich. Aber wir haben ja die neuen Waggons jetzt freigeschalten, glaube ich, ne? Jetzt tun wir erstmal hier die Eisenproduktion wieder zurückschicken in den eigenen Ofeneingang. So, rein damit, wieder in den Ofen. Deswegen haben wir hier die Lager. Dann tun wir die Erhöhung hier mal wegmachen. So, jetzt haben wir hier natürlich das fertig. Was können wir als nächstes forschen rein theoretisch? Haben wir nicht? Haben wir nicht? Haben wir nicht? Hätten wir. Wir können Stahlbahn herschiffen. Die Frage, haben wir schon irgendwo was für Stahl? Ja, haben wir auch. Dann bereiten wir doch das vor. Dann tun wir unseren kleinen Freund ummodeln und dann kann der Stahlbahn fahren. So einfach geht das. Brücke bitte. Umdrehen bitte. Haben wir schon gesagt, dass du das starten sollst? Nee, haben wir nicht. Gleise. Ist zwar scheißegal, aber... Ich hätte gerne, dass es umgemodelt wird. Kann ich nicht einfach alle auswählen? Nee, kann ich nicht. Ich würde gerne bei allen... Ah, okay, das bringt sich nicht. Schade. Das ist schade. Das wäre jetzt eine coole Funktion gewesen, dass du sagst, der und der Waggon ist dafür und dafür zuständig. Und ich tue nochmal alle abwählen. Zwei kopieren. Anwenden. Die Strecke ist immer noch dieselbe. Wieder der Start. Jetzt fährt der kleine Freund. Wir haben wieder einen Stau. Weil es hier zu eng ist. Der ist um einen Hänger zu lang. Kann ich noch... Also... Ich bräuchte nur da ein Signal, Leute. Da. Oh, das eine Signal war uncool. Dann muss ich dich jetzt leider nochmal bitten ins... Oder nee, wir bringen den anderen weg. Den hier. Einmal jetzt bitte ins Depot. Wir machen dich einfach um zwei kürzer oder so. Dann fährst du nicht die Masse und alles ist gut. Bearbeiten. Wir machen dich um zwei, drei kürzer. Und schick nicht wieder los. Wie schaut es hier mit der Versorgung aus? Schrecklich, weil wir aktuell nichts lagern haben wahrscheinlich, ne? Hätten die natürlich auch nicht vergrößern können. Ah, warte mal. Was wir machen könnten, ist jetzt den Zug ummodeln. Ins Depot zurück. Und jetzt modeln wir den mal um, würde ich sagen, oder? Bearbeiten. Kann ich sagen, alles anwählen? Das wäre so eine angenehme Arbeit. Wenn man nicht alles Hand auswählen müsste. Das sind 200.000. Das ist ein teurer Zug.
ersetzen durch holla die Walde, Rundwagen. Alter. Maximales Gewicht 122 Tonnen. Ich glaube, wir müssen dich leider auch ersetzen, mein Freund. An die hängen wir aber vorne schon heftige Maschinen dran. Und der Leistungsmangel. Das Leistungsmangel, what? Okay, jetzt bin ich gespannt. Normale Geschwindigkeit. Fette Maschine kommt. Der hat allein schon... Ich weiß nicht, das wie vielfache des anderen Holzzuges. 8. Der fährt 20. Der fährt für beide Züge auf einen Schlag. Und plus 4 obendrauf. Das macht das Ganze ja noch effizienter. Das können wir mit den Stahlträgern auch machen, weil die bringen uns ja da richtig viel Kohle rein, theoretisch, ne? Was sind das? Betonträger bringen uns noch mehr. Schick. Ich brauche noch ein Holzlager, bitte mal schnell. Ich brauche noch ein Lager. Ein Lagerhaus, Stufe 2. Auch noch für Holz. Alter, die werden ihr blaues Wunder erleben. Wo fährt der kleine Bursche? Ist der schon hin? Holy shit. Der ist zu lang für diese Leitung. Bedeutet, während der... Au, scheiße, der kann nicht wenden. Okay, ich habe ein Problem. Ich brauche eine Wendestation. Fuck. Das ist ungut jetzt. Komm schon, irgendwo muss es doch gehen, oder? Jetzt, okay. Nein, oh fuck. Zu weit, Mann. So, okay. Dann müssen wir das jetzt hier noch schön verkabeln. Dann ist das wohl der größte Wendekreis, den es gibt. Dann machen wir es auch ganz einfach. Es gibt nur noch One Way. Das macht das ganze Verteilsystem um einiges einfacher. Jetzt brauchen wir.
brauchen wir eine Massenholzproduktion. Alter, wir haben noch 19.000. Ich verbrauche wohl doch ein bisschen viel Holz. Oh oh. Nicht noch du. Der Zug ist viel zu enorm. Der ist viel zu groß. Scheiße. Aber Leute, ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.